Weil wenn der noch sitzen würde, wäre das gar nicht so verkehrt. Greifen wir nochmal an. Luna. Du hast noch Radau. Nee, du darfst dich... So, hier, angreifen. Ruhig auf den Oger drauf. Der kann das vertragen, glaube ich. Der liebe Herr Ulrich. Hier mal normal drauf. Jawoll. So ein... Na, weniger. Olga, okay. Die kann das abhaben, hoffe ich. Dann greife hier, glaube ich, auch mal normal an. Das ist geblockt worden. Da wir den ja schon umrundet haben, gehen wir einfach mal hier hin. Und sind jetzt mal in die Nähe von dem Ogre, dass wir hier Grobi ein bisschen unterstützen können. Moment, Ork. Ogre ist ja der da hinten. Ulrich. Dann darfst du jetzt mal wieder hier auf den Ogre draufhauen. Und zwar aggressiv. Schade. Grobian, bitte normal auf den. Mist. Einer wie feuert weiter. Sehr gut. Das ist zumindest ein relativ beständiger Schaden, der da durchgeht. So, dann zaubern wir bei hier nämlich auch mal noch gerade einen Eisenrost drauf. Super. Oh, wir die kriegen Nachschub. Das ist jetzt etwas ungünstig. Grobian, bitte hier weiter angreifen. So, genau, geh mal dahin. Und... Angriff, Angriff, Angriff. Nee, du zauberst nochmal. Und zwar hier mein Blitz dich find. Sehr schön. Ja gut, stimmt. Aber dann können wir den jetzt halt so noch ausschalten. Hoffe ich zumindest. Du darfst natürlich weiter zaubern. Und zwar nämlich auch... noch einen Blitz dich find. Oder auch nicht. Hallo Nachschub. Greifen wir den direkt mal an. Du darfst wieder auf den Ogre draufhauen. Mal normal. Ging nicht, aber wie gesagt, wir haben hier Bogen einer wie... der das hier regelt. Mehr oder weniger. Aber der macht zumindest relativ beständigen Schaden. Das ist auch schon mal nicht schlecht. Greift nochmal aggressiv an. Schade. Okay, der Ogre hat sich gerade selber ausgenockt, wie mir scheint. Ja, komm, dann geh du auch mal hier wieder zurück. Und kannst den noch ein bisschen in der nächsten Runde zumindest blenden. Olga, hau zu. Jawoll. Sehr schön, Ogre erledigt. Gut gemacht, Jungs. Grobian, bei dir sollten die Angriffe jetzt ja eigentlich ein bisschen besser laufen, oder? Wenn der ja geblendet ist, leider nicht so.
Dann hauen wir da einfach jetzt nochmal einen Fulminictus drauf. Sehr gut, der wäre dann weg. So, aggressiv. Jawohl. Okay, ich will jetzt nicht über die ganze Astralenergie verbraten. Du kannst aber mal hier hingehen. Und nochmal angreifen. Und zwar normal. Und weg. Sehr schön. Ja, komm, den lassen wir den mal. Ist auch kein Bock, dem mehr hinterher zu rennen. Immerhin noch ein paar Dolche mitgenommen. Und 24 Abenteuerpunkte. Wie gesagt, das hat sich jetzt durch den Ogerwinks gelohnt. Und wir reisen weiter natürlich. Hoffen wir, dass wir jetzt die Nacht ein bisschen schlafen können. Obwohl, so weit ist es nicht mehr, aber die Gruppe müsste sich auch dringend mal wieder erholen. Einer wird ein bisschen Wasser. Zwar keine Tiere, aber hey, Wasser. Blackfish darf wieder 3 Stunden suchen. Diesmal hat sich sogar gelohnt. Dann teilen wir noch die Wachen ein. Ohrig darf die erste, Grobian die zweite und Olga die dritte. Dann schlaft schön. Super, Sam, bisschen was regeneriert. Das ist gut. Und wir reisen natürlich weiter. So, schon auf einiger Entfernung könnt ihr den süßlichen Geruch von Verwesung feststellen. Als ihr euch dem Ort des üblen Geruchs nähert, macht ihr eine grausige Entdeckung. Halb auf dem Weg, halb im Gebüsch liegt der Kadaver eines Bullen. Oh, Polizei war wohl auch hier. Auf den ersten Blick offensichtlich von Wölfen zerfetzt. Aber Wölfe trennen ihre Opfer nicht Hirn und Augen säuberlich mit dem Messer raus. Naja, kommt auf die Wölfe an. Okay, also wir hatten da noch, es war noch ein Wildrind. War kein Wildrind, sondern hatte ein Brandzeichen. Irgendwas ist da passiert, dass ausgerechnet Oryx sich übergeben muss. Als gestandener Torwaller wundert mich jetzt zwar auch, aber ja, passiert halt. Okay, wir sind jetzt in Orville, das heißt, wieder mal die Karte öffnen. So. Orville, Orville, Orville. Auch wieder eine ganze Menge los. Eine ganze Menge, die wir hier, ganze Menge Sachen, die wir hier machen können. Wir befinden uns da. Okidoki. Rennen wir doch mal durch die Stadt. Auf der Suche nach einer Taverne. Oder halt zum Übernachten. Ist, glaube ich, auch nicht verkehrt. Wir können hier ein bisschen Zeit verbringen. Erstmal was essen hier. Nach dem anstrengenden Kampf. Ja, das wird's wohl sein. Oder er konnte es halt nicht mit anschauen, wie dieses tolle Fleisch verschwendet wurde, im wahrsten Sinne des Wortes. Verschwendet und verendet. So, dann, ich glaube, wir bleiben direkt mal 3 Nächte hier. Zumindest die Astralenergie muss sich ja doch ordentlich regenerieren. Ab auf die Zimmer. Dann schlaft mal schön.
Sehr gut, das hat sich ja echt gelohnt hier gerade. Auch astralmäßig sieht es wieder gut aus. Grobian darf wieder eine Runde regenerieren. So ist das fein. So, damit wären sie fast wieder alle fit. Noch ein paar Lebenspunkte, aber das kommt dann mit der Zeit. Hier ist ein Händler. Ich glaube, wir haben aber, glaube ich, nichts zum Verkaufen, oder? Nö. Ah, ich glaube, wir brauchen auch nur eine Fackel. Würde ich einfach mal schätzen. 30, Luna. Bam. Geht doch. Ein Heller mit noch zusätzlich rausgeschlagen. Da unten wäre noch ein Händler. Aha, toll. Noch ein Krämer halt. Ich glaube, dann klappern wir erstmal. Obwohl, nee, da oben ist noch eine Kneipe. Die natürlich noch nicht auf hat. Oder halt ein Gasthaus. Da haben wir noch... Okay, dann gehen wir mal die anderen Händler noch abklappern. Jawohl, super. Dann können wir hier unsere Waffen gerade wieder verkaufen. Orik, hast du die Dolche aufgenommen? Jawohl. So. Bitte einmal verkaufen. Wieder mal mit den 30% versuchen. Luna. Jawohl. Und fast Dukate mehr rausgenommen. Hast du denn irgendwas Schönes? Wir können wieder Pfeile nachkaufen für einer Bi. Nicht, dass die wieder in Vergessenheit geraten. Speere. Ja, tatsächlich gar nicht so schlecht ausgerüstet, der nette Mensch. Ich glaube, die Krötenhaut dürfte auch was für unseren Zwerg sein. Oder? Ja. Beziehungsweise nicht Zwerg, das Gegenteil, Elf. Catnap ist halt nur was für Euro, das Ding ist halt einfach scheiß teuer. Obwohl, wir haben ja auch für Blackfish die neue Robe gekauft. Ja, ich glaube, dann gönnen wir einer wie mal einen eine Krötenhaut. Das ist ja auch mal ein bisschen besser geschützt, obwohl der eigentlich so gut wie nie in den Nahkampf geht. Aber sicher ist sicher. Von daher... Ach ja, genau. Pfeile holen wir auch nochmal 30 Stück. Und die Krötenhaut. So, falschen wir nochmal mit den 30% versuchen. Luna, du machst das, jawohl. Ganze 3 Dukaten gespart. Dann rüsten wir dich direkt mal aus. Ja, 70 Pfeile. Ich glaube, dann können wir jetzt wieder eine Runde warten. Mit denen soweit. Was hatten wir denn sonst noch? Blackfish. Ich glaube, die anderen sollten soweit noch einigermaßen ausgerüstet sein. Gut, das wäre dann der Händler.
fit sind sie ja einigermaßen. Das heißt, wir versuchen mal weiterzuziehen. Da war der Tempel. Dann müssten wir hier gleich... Nee. Karte bitte. Ah, okay, ich bin... Ups. War noch eins zu weit. Hier kommen wir dann raus. Rohweg. Nee, ich will ja eigentlich da hoch. Versuche ich doch mal... Genau. Den Wegpunkt hier. Jawohl, das ist die richtige Richtung. Ab nach Allah. Mhm. Ein Reiter auf dem Weg nach Orville, fürwahr eine seltene Erscheinung hier im Norden, kreuzt euren Weg. Er scheint es offensichtlich nicht sehr eilig zu haben. Wir fragen erstmal nach Gefahren. Aber wenn der sich nicht beeilt... In der Nähe von Orville soll es einen Druiden geben, der in dem Landstreich mit Furcht und Schrecken verbreitet. Der in dem Landstreich... Mit ist etwas zu viel, mein liebes Spiel. Soll sich mit einem Haufen wilder Tiere rumtreiben. Oder fragt ihr besser den Siebenstein aus Orville, der kennt sich mit sowas aus. Mhm. Könnten wir mal nach Orville gucken? Aber los, dann reist mal schön. Dann hier mal wieder das Übliche. Sehr gut. Blackfish, 3 Stunden. 2x Würselkraut gefunden, auch sehr schön, freut mich. So, Olga nimmt die erste Wache, Grobia die zweite und Orik die dritte. Dann schlaft mal schön. Wir reisen natürlich weiter. Und sind in Allah angekommen. Direkt der erste hier oben. Praktisch. Hier haben sie mal wenigstens die Wegpunkte angegeben. Schön. Eine Herberge gibt's. Brauchen wir aber nicht, so weit sind die eigentlich fit. Das heißt, wir müssen dann eigentlich nur zum nächsten Wegpunkt. Den finden wir da oben. So, Osten, Osten, Osten. Tostjant, nee, ich glaube, wir müssen eh weiter hoch. Moment, ich gucke mich mal gerade noch auf der Übersichtskarte um. Ala, Liskor, Oranga, nee, das waren ja, die waren ja beide... Wo war Klanek nochmal? Ich glaube, das sind wir mit Toss besser bedient. Wenn ich mir das mal so anschaue. Jawohl, Wasser und Essen. Blackfish. 3 Stunden. Und eine 4-blättrige Einblähre. Sehr gut. Wir müssen irgendwann mal auch eine Runde Alchemie machen und ein paar Tränke herstellen. Einer wie? Nee, Quatsch, der ist ja schon. Olga wollte ich ja eigentlich. Grobian und Urik. Schlafet wohl.
Hier ging wohl früher mal ein Pfad ab, jetzt wird er nur noch von Wild benutzt. Nach kurzer Zeit gelangt ihr zu einer halb zusammengefallenen Hütte, offensichtlich ein ehemaliger Rastplatz. Wir durchsuchen natürlich die Hütte zuerst. Wenig von Interesse. Ja, komm, nehmen wir mit. Bastardschwert, Schnapsflasche, Rezept und Bolzen. Nehmen wir beide mit. Können wir verkaufen. Und 7 Heller. Yay! Wir werden reich. Wir werden reich. Kein Wasser, aber was zu essen. Und Kräuter. Nix. Schade. Okay, dann schauen wir mal nach, wer die Wachen nimmt. Also übernimmt in dem Falle. Das Übliche natürlich. Und wir pennen eine Runde. So, wieder mal ohne Ereignisse. Eine umgestürzte, moosbewachsene Baumstämme. Es scheint ein idealer Rastplatz zu sein. Nö, komm, da reisen wir jetzt weiter. Die paar Minütchen da. Wahrscheinlich werden wir hier jetzt angegriffen. Einer wie? Nein. Aber was Essbares, sehr schön. Scheinbar ist es hier nicht so eine wasserfreundliche Gegend. Und eine Tarnelle. Ich glaube, die waren auch gar nicht so schlecht. Dann ab ins Bett mit euch. Und wieder mal eine ereignislose Nacht. So, dann sollten wir jetzt aber wenigstens ankommen. Ja, gerade so. Hallo Toss, wie geht's dir? So, schauen wir uns doch mal Toss an. Da haben wir Toss. Okay. Auch wieder relativ groß oder verhältnismäßig groß. Da unten sind wir. Dann würde ich sagen, wir suchen uns zuerst mal eine Unterkunft. Und zwar die. Ah, ne, Kneipe. Gut, dann gehen wir erstmal hier rumkneipen. Bla, jawoll. Eine Runde für alle. So, dann vergnügen wir uns weiter. Warten noch mal. Aber ich glaube, der hat nicht viel Zeit für uns. Dann bestellen wir noch was zu essen. Schau es vor allem Bier. Ja. Und vielleicht ein paar Informationen. Erstmal Tinmans, ist die auch hier? Ach nee, die ist ja doch vielleicht. In der Nähe zumindest. Sagt mir nichts. Okay. Danke. Ja, die ist ja auch in Klarnik. Und nicht hier. Hast du vielleicht noch irgendwas Schönes? Tjanset. Wirklich so gut wie alles vorrätig. Okay, dann verziehen wir uns wieder. Wieder einen Dukater ausgeben. Nächste Herberge abklappern. Jawohl. Zum lustigen Eber. Tja, Jungs, dann. Wohl gegessen haben sie eigentlich gerade. Ab in den Schlafsaal. Eine Nacht, dass es wieder morgen ist. Danke. Und gute Nacht. So, dann würde ich mal sagen, gehen wir noch da hoch. Und gucken mal, was wir da finden. Beziehungsweise, wo wir da hinkommen.
Wo können wir denn hier hinreisen? Nach Liskor, genau da wollte ich nämlich nicht hin. Dann nehmen wir den anderen Wegpunkt, oder diesen Reisepunkt, oder ist ganz unten. Sollten wir aber... nicht so schnell runterkommen, wie ich mir das gewünscht hätte. Okay, dann müssen wir tatsächlich hier durch. Ja, komm, wir brechen nochmal ein. Haben wir ja lang nicht mehr gemacht. So, und hier angekommen. Jetzt aber... nee. Ach, scheinbar kann man von Toss nur wieder zurück. Ja, das sieht nicht so toll aus. Mist. Dann würde ich mal sagen, auf Wiedersehen, Toss. Wir reisen wieder. Oder wir warten mal, ich reise einfach oben hin. Wahrscheinlich müssen wir, können wir halt da nicht direkt drüber reisen, sondern müssen halt da den Umweg nehmen. So, dann einmal ab nach Liskor. Mitten in der Nacht angekommen. Bettler werden hier gelündigt. Oh, cool. Nicht schlecht. Wie sieht's denn aus? Wir könnten... nee, ich will nicht wieder zurück. Ich möchte eigentlich ganz gerne hier bleiben. Von innen verriegelt. Nö. Hier geht's auch nicht weiter. Wo bin ich denn hier mal? Okay. Ach, hier unten geht's auch direkt... nee, nach Toss wollte ich doch nicht. Ich wollte eigentlich gucken, wo es dahin geht. Nee, will ich auch nicht. Na gut, ich glaube, ich würde auch mal sagen, so langsam packen wir es mal. Das heißt, ich suche mir noch gerade schnell eine Kneipe oder eine Unterkunft. Liskor. Ah, okay, wir sind da in der Ecke. Dann gibt es... Moment. Hallöchen, Karte. Genau, da haben wir schon mal eine potenzielle Unterkunft gefunden. Na, eine Kneipe. Gut, Grobian, wie sieht's denn mittlerweile aus? Es hat mal wieder geklappt. Sehr schön. Okay, mehr wollen wir hier eigentlich nicht. Ein bisschen die Haushaltskasse aufgebessert. Mal gucken, ob das da unten dann eine... nein. Ah. Mal wieder verlaufen. So, hier, genau. Sehr schön. Dann schlafen wir eine Runde. Eine Nacht hier bleiben. Gute Nacht, meine lieben Helden. So, und ich denke, hier ist, glaube ich, dann auch ein ganz guter Ort, um mal abzuspeichern und den Stream, schrägstrich die Aufnahme, zu beenden. Von daher danke nochmal an all die dabei waren für die Tipps, die ihr mir gegeben habt. Hoffe, es war lustig, hat euch Spaß gemacht. Und ihr seid dann nächste Woche wieder mit dabei. Bis dahin, ciao, ciao und schlaft gut.